Bundesstraße blockiert. Ein LKW-Fahrer ist am Freitagabend auf der regennassen B252 ins Rutschen gekommen. Das schwere Gespann kam bei Dorfitter nach links von der Straße ab und stieß frontal gegen einen Baum. Dabei erlitt der 41-Jährige am Steuer schwere Verletzungen. Mehrere Feuerwehren rückten zur Unfallstelle aus. Die Strecke zwischen Dorfitter und Talitter blieb für mehr als 4 Stunden voll gesperrt. Feuerwehrleute leiteten den Verkehr um, weil der Auflieger beide Fahrspuren blockierte. Erst am Dienstag hatte ein LKW-Unfall für eine Vollsperrung der B252 bei Helsen gesorgt. Ein Lasterfahrer war auch dort ins Schleudern geraten.